Zum Teil ist es richtig frostig geworden in Deutschland, vor allem im Süden, auf der Alb, im Allgäu, aber auch einige Orte in Norddeutschland unter Aufklaren. Da gab es dann doch leichten Frost, sogar Düsseldorf am Flughafen noch minus 0,5 Grad. Also das fühlt sich doch schon richtig winterlich an und passend dazu auch hier der Nebel bei Augsburg. Man sieht schon, die Sonne kommt durch, aber es ist doch noch sehr milchig. Ja, dann in der Nacht zum Mittwoch ist es so, dass über die Nordhälfte viele Wolken und auch ein paar Spritzer Regen hinwegziehen, aber die großen Mengen werden es nicht sein. Ganz im Gegenteil, im Süden, da klart es auf und das bedeutet dann Bodenfrost und sogar auch Luftfrost. Die Karte zusammengefasst für die Nacht: im Norden 5 bis 7 Grad, etwas südlich der Mittelgebirge besteht dann auch Frostgefahr, entlang des Rheins milder und in manchen Alpentälern geht es sogar runter bis minus 10 Grad. Dann der Mittwochvormittag in Süddeutschland, erst teilweise neblig trüb, dann allerdings, wenn der Nebel weggeht, viel Sonnenschein nach Norden hin über der Mitte. Da gibt es dann dichtere Wolken, da ist der Himmel also eher grau. Entsprechend die Temperaturen unter den Wolken wird es am mildesten, aber ansonsten mit Sonne auch örtlich bis zu 7 Grad. Norddeutschland ein ganz anderes Bild, viele Wolken, ab und zu ein paar Tröpfchen, ist aber kaum der Rede wert. Wolkenlücken muss man hier mit der Lupe suchen, dazu Temperaturen 8 bis 10 Grad. Dann die Nacht zum Donnerstag, am Donnerstag früh auch wieder teilweise Bodenfrost. Ansonsten eben weiterhin die klassische Verteilung: im Norden Wolken und recht mild, im Süden klar und kalt, aber nicht mehr so kalt wie die Nacht zuvor. Am Donnerstag tagsüber dann weiterhin viele Wolken, allerdings breiten die sich dann auch immer mehr in den Süden aus. Nur direkt am Alpenrand und im Südschwarzwald sieht es noch einigermaßen freundlich aus, aber es ist größtenteils trocken. Die Strömung sieht so aus, dass relativ wenig los ist am Donnerstag. Zum Freitag, da passiert dann was, die sehen hier die blauen Pfeile über der Küste, das ist eine Kaltfront und die rauscht am Freitag bis zu den Mittelgebirgen, weiter südlich sieht es noch freundlich aus.